Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, und ich wünsche euch heute diesen tollen Tag. Bei uns scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch. Bei allen, die noch ein bisschen zu viel Wasser haben, hoffe ich, dass das bald vorbei ist und sich das alles wieder im Normalbereich aufhält. Das wäre sehr schön und dass das alles recht positiv für euch abgeht. Ja, wo möchte ich heute mit euch hin? Ja, in die Frage, wie steht er wirklich zu dir? Hat er ernste Absichten oder ist das eher alles im oberflächlichen Bereich? Und kannst du damit hoffentlich auch rechnen, dass das hier mit deinem Herzblatt in eine feste Bindung geht? Das ist so mal Oberbegriff dieser Legung. Und wir starten hier jetzt auch durch, werden sehen, was sich hier zeigen wird. Wie immer mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading und mögen hier jetzt die Karten fallen, die uns dein, euer Herzblatt hier ein bisschen näher bringen. Ja, die Karten, die ich zuerst netzen möchte, sind das Licht- und Schattentarot von Chris N. Und ich bitte hier auch um Führung, dass uns hier jetzt gezeigt werden soll, wo dein Herzblatt gerade steht. Oh. Oh, na, fängt ja schon gut an. Ja. Ziemlich offensichtlich ist hier jemand irgendwo sehr angespannt, schon am Weglaufen, hat seinen Koffer hier ziemlich offensichtlich schon gepackt und jetzt wirklich keine Lust mehr, irgendwo hier noch zu bleiben, wo man bis dato war. Da ist vieles auch nicht so gelaufen, wie man das erhofft hat, man hat sein Ziel nicht erreicht, man war nicht glücklich und nur überfordert. Unter Umständen hier ist jemand, der also ständig mit einer anderen Person zu tun hatte, die eifersüchtig hinter ihm gestanden hat, mit den Zweifeln, mit Verlustängsten, toxische Beziehung, narzisstische Beziehung, was auch immer. Das ist natürlich irgendwo so nicht gerade ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn man das vielleicht auch nicht so erkennt, in was man da für Beziehungen steckt. Aber wir haben hier, dass das jetzt so sein muss, denn der Tod und die Wiedergeburt sind gefallen. Und das bedeutet, ja, wir haben hier etwas beendet. Wir wollen das Ganze nicht mehr und wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Ich habe genug, es reicht jetzt. Denn wir haben vielleicht die Option, ich sag's mal so, dass da jemand anderes ist, die ganz genau weiß, was sie will, die bereits alles Mögliche in ihrem Leben erreicht hat und hier auch sehr anziehend ist, sehr feurig. Jemand ist, die das Leben leben will, das Glück im Leben dabei hat, sehr zuversichtlich ist, sehr temperamentvoll, so wie sie auf dem Kartenbild reinkommt. Auf jeden Fall nicht langweilig. Und hier jemand ist, die ja hochmotiviert ist, ganz, ja, wie soll ich das sagen, weiß, was sie will und ihre Ziele auch erreicht. Ja, die ist also sehr von sich überzeugt. Die weiß, was sie will. Die ist ja mitreißend. Gut, also du bist hier jemand, die ihn angezogen hat, die ihm vielleicht auch aufgezeigt hat, dass es auch noch andere Damen gibt mit anderen Qualitäten. Gut, dann gucken wir mal, was der hier noch hat. Ja, vielleicht auch immer eine Dame dabei, mit der er hier Schluss gemacht hat, die beleidigt ist, die hier immer wieder den Rückzug startet und nicht wirklich hingeschaut hat, was sie da für einen Mann hat.
die Chancen hat verstreichen lassen, weil sie damit vielleicht bis dato immer durchkam. Und das ist natürlich etwas, was im Endeffekt keiner braucht. Weil dieses Beleidigtsein, dieses Trotzige und du funktionierst nicht und du sollst machen, wie ich das erwarte und sonst irgendwas, ja, das ist anstrengend, äußerst anstrengend. Ja, wir haben hier nochmal die Beendigung. Also ziemlich offensichtlich blieb dem Herrn ja jetzt wirklich nichts anderes über, als den Schritt zu tun. Hier wirklich einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen, um auch wieder Land zu sehen und Licht zu sehen. Und ich hier nur totale Überforderung und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles tun soll, um ihr da irgendwo gerecht zu werden. Nein, das musste jetzt ganz offensichtlich so sein. Gut, wir haben hier auch die 9 der Stäbe. Es ist lange Zeit so gewesen, er hat das alles mit sich machen lassen, ist vielleicht jemand, der sehr gutmütig ist, sehr viel gibt, sehr viel macht für andere, auch versucht, jemanden glücklich zu machen. Ja gut, aber wenn er dann nicht so eine Partnerin hat, die das alles annehmen kann, dass er auch wertschätzt, diese Person, die ihr das geben möchte, wertschätzt, dann wird es natürlich schwierig. Und von daher hat er hier also ständig irgendwo Hab-Acht-Stellung einnehmen müssen, weil er nie weiß und wusste, was von der anderen Seite vielleicht wieder für Stiche oder ähnliches kommt. Also die Beziehung, die war mit Sicherheit alles andere als toll. Gut, okay. Also da reißen wir jetzt aus. Wir haben hier unsere Koffer gepackt, auch wenn das jetzt alles noch ein bisschen schwer fällt, das Ganze noch ein bisschen trist ist, wir hier noch nicht wirklich die Lebensfreude entdeckt haben in uns wieder. Wir müssen wirklich erstmal aus diesem alten Kreislauf raus, um ja wirklich auch hier jetzt ganz neu durchstarten zu können. Darum hier auch nochmal der Turm etwas einstürzen zu lassen, diese Liebe, diese Verletzung hinter sich zu lassen. Ich brauche dafür Zeit. Ich muss das erst für mich verarbeiten, um wirklich wieder offen zu sein für etwas Neues. Aber ich weiß, ich kann das mit dir. Ich weiß, du bist die Frau, die mich jetzt hier reizt, die mir gezeigt hat, es gibt etwas anderes als das da. Und von daher will ich jetzt auch in etwas Neues, ich möchte ja nicht immer in alten Verfahren weitermachen, denn ich weiß, ich kriege mit dir, das schaffe ich auch, weil du eine ganz andere Struktur hast, ganz anders aufgestellt bist und einen ganz anderen Charakter hast, sehr toll bist, sehr anziehend. Also auch die Bereicherung, die Erfüllung, den Weg in die Harmonie, in den Frieden, in ja ein buntes Leben, so möchte ich es mal nennen. Da muss ich aber erst hinkommen und da wird er auch hinkommen. Wir haben hier den Hierophanten und der ist also hier durchaus jemand, der hier auch selbst wieder zu sich gefunden hat, zu sich steht, in sein Vertrauen zurückgekommen ist, somit sein Leben in die Hand nimmt, neu aufstellt, um jetzt auch nach vorne zu gehen. Da ist ganz viel Energie da, da ist ganz viel Liebe jetzt auch für sich selbst da, der Weg nach oben ins Licht. Er ist auf dem besten Weg hier, sich zum Ritter der Münzen zu entwickeln. Ja, und von daher hast du hier natürlich dann jemanden bei dir, der hier aufgrund schon all seiner Struktur, denn er hat ja versucht, hier zu geben und zu machen und zu tun, hat bloß die falsche Dame an seiner Seite gehabt. Jemand ist, auf den du dich verlassen kannst, auf jemanden,
der hinter dir steht, der Ausdauer mitbringt, der Geduld mitbringt, mit dem du den Weg gehen kannst. Und er sagt dir, du kannst dich auf mich verlassen. Ich stehe hinter dir. Ich möchte dieses Glück mit dir leben. Du bist eine tolle Frau und da ist ganz viel Liebe da. Ich traue mich nur noch nicht ganz so. Ja, aber da werden wir ja hinkommen. Wir haben es ja schon liegen. Mit der ich hier alles erreichen kann, was ich mir jetzt irgendwo auch vornehme, was ich erreichen will. Ein ganz neues Leben, ein ganz neues Kapitel darf jetzt hier in Erscheinung treten mit dir. Das Alte möchte ich hinter mir lassen. Hier gab es Gott sei Dank den Zusammenbruch. Ich ja, weiß, ich bin mit dir und wäre mit dir auch auf dem Heilungsweg richtig. Gut, das ist eine ganze Menge. Ja, der will hier jetzt feiern, der will Spaß haben, der will das Alte hinter sich lassen. Wir wollen hier nicht mehr in der Opferhaltung sein, uns alles bieten lassen von der anderen Seite, um jemandem gerecht zu werden. Nein, hier auch nochmal. Das muss jetzt ein Ende haben. Schluss jetzt. Nicht mehr drin rumwühlen, loslassen, abhaken. Es hat lange genug gedauert, bis er hier zu dieser Entscheidung gekommen ist, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen. Nein, die Binde vor den Augen, die ist weg und wir ziehen aus, wir reißen aus, wir haben hier keinen Bock mehr, jetzt ist Schluss. Gut, die Tendenzen bei euch beiden sehen super aus. Wir haben hier zwei verschiedene Gesichtspunkte oder Sichtpunkte. Wenn man das will. Ja, das war nötig. Die Welt. Die Welt, die Möglichkeiten, die sich hier bieten, der Neuanfang. Und du bist die Herrscherin, mit der alles in Gang bringen kann. Du bist das, die Frau, mit der hier etwas Neues auf die Beine stellen kann. Ein ganz neuer Mensch wird auch ein neues Leben mit dir kreiert in diesem Glück. Jo, das sieht doch wohl super aus. Also, wenn du hier noch Unklarheiten hast mit dem Kandidaten, dann hast du hier die Antworten. Der geht hier, der will nicht mehr. Der muss auch, sonst wäre die Welt nicht gefallen. Prüfung bestanden und es kann hier jetzt in eine andere Richtung gehen. Ja, das ist doch wohl die Karte. Die Zukunft langsam gehört nur uns. Wir schreiben jetzt unser Happy End. Sag bitte ja. Eine gemeinsame Zukunft wartet euch auf euch. Hier ist der positive Ausgang und da ist das Happy End und die wahre Liebe. Jetzt können wir eigentlich aufhören, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ich brauche eigentlich gar nicht weitermachen. Gut, wir gucken noch mal mit dem Ruf der Liebe Volumen 1, ob sich das hier auch noch mal bestätigt. Das war jetzt Kurzlegung hoch 3, würde ich sagen. Also falls hier noch jemand so ein bisschen bei sich ist, da hat er hier noch so ein bisschen die Verarbeitung drin. Der muss noch ein bisschen loslassen, damit er hier nichts Altes mehr mitbringt. Nein, seine Koffer sind aber gepackt und er möchte zu dir. Und es wird hier ein Geben und Nehmen geben. Das ist ziemlich offensichtlich. Das ist da. Der hat hier vielleicht mal noch so einen Rückzug drauf, weil da vielleicht noch was Altes hochkommt. Das ist aber normal, das würde ich auch dann nicht weiter dramatisch sehen. Ihr seid Seelenpartner, ihr musstet euch begegnen und ihr gebt euch die Stabilität, die Verwurzelung, das Wachstum. Jo, genau das wünsche ich euch allen. Genau das
Sollte so sein. Und ihr habt hier die besten Voraussetzungen. Ich drücke euch. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ganz viel Kraft, ganz viel Energien, positive Aussichten. Bis dann. Danke fürs Hiersein. Ciao.